Meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier Trading Tipps, Freunde. Wenn es euch gefällt, würde mich selber einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr neu hier seid, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ab geht's. So Freunde, dann legen wir auch los. Ich habe gestern mit diesen Methoden, die ich euch hier vorstelle, in 30 Minuten 60.000 gemacht ungefähr. Also ihr könnt damit sehr, sehr viele Münzen machen. Wir gehen auch direkt drauf ein, auf den ersten Filter. Ja Freunde, und der erste Filter geht um Borussia Dortmund. Die kamen ja als Top-Partie, hat kein Mensch mitgerechnet. Und ihr seht, für 6.600 könnt ihr die ungefähr verkaufen. Ich würde die empfehlen, so ungefähr für 6.000 zu snipen. Wenn ihr welche für 6.000 bekommt, macht ihr 300. Könnt natürlich noch mehr Gewinn machen. Wenn ihr natürlich sagt, ihr seid auch mit 200 Coins zufrieden, könnt ihr noch für 6.1 snipen. So würde ich euch das empfehlen. Also das ist der erste Filter. Ihr seht hier den Hazard. Hätte man jetzt mitnehmen können, wären 300 Gewinn gewesen, obwohl Hazard vielleicht sogar noch teurer ist, dadurch, dass er 83er ist. Also es kommen hier sehr, sehr viele rein. Ich würde euch auch empfehlen, hier den Dortmund-Filter über die Web-App zu nutzen. Da bekommt ihr die Karten deutlich schneller. Man muss sagen, hier an der Konsole ist es echt schwer, die Dortmunder zu bekommen. Deswegen würde ich das auch eher über die Web-App versuchen, dass ihr ja die Dortmunder über die Web-App snipe. 2000, das wäre jetzt ein Gewinn von 4.500, das wäre natürlich überragend, den hätte man gerne mitgenommen. Ihr könnt natürlich auch versuchen, die zu erbieten, aber versucht eher zu snipen. Wie gesagt, Freunde, Dortmunder Karten, könnt ihr natürlich auch schauen, ob ihr welche im Verein habt, die sind auch sehr, sehr teuer. Könnt ihr auch, ich habe meine für 7.000 verkauft, die ich im Verein hatte, also ihr könnt die auch ein bisschen UV verkaufen. Passt natürlich auf, wenn 19 Uhr ist, kann natürlich immer ein Event kommen oder Packs kommen, wir können diese Karten ein bisschen droppen, dass ihr da nicht mehr so viele auf der Liste habt. Gehen wir zum zweiten Filter darüber. Boosten, die sollten ungefähr ein Tausender kosten. Ja, ein Tausender ungefähr. Könnt ihr wahrscheinlich auch dann easy für 1.1 verkaufen. Ja, 1.1 solltet ihr jeden nach einer Stunde verkaufen. Nach 10 Minuten halt für 1.000 ungefähr. Würde ich so empfehlen, für 800 zu snipen. Also maximal 800 für jeden zu zahlen. Hier, es kommt dieser Weiser so oft rein für 700. Ist mir auch schon aufgefallen. Also der Weiser kommt und dieser LV kommt so oft rein. Ihr seht da das easy, 300 Münzen in unsere Tasche. Wir werden den auch noch ein bisschen UV anbieten. Ich habe jetzt hier noch ein paar seltene Karten rumliegen von Inter. Ja, ist nicht schlimm, wie gesagt, die sind eh nur für 6,50 geholt worden. Stellen wir jetzt für 1.000 rein, haben die ersten 300 Münzen, wie gesagt, Freunde. So macht ihr das natürlich auch mit Leverkusen, die ganze Zeit snipen. Es kommen hier auch manchmal Bronzespieler für 200 rein. Deswegen, und wenn ihr schnell seid, wären wieder 500 gewesen. Also ihr müsst natürlich schnell sein, wie gesagt. Ich sage euch, wie es ist. Ich habe das ja über die Web-App gemacht. Da kriegt ihr deutlich mehr, muss man einfach sagen. Also wer Konsole ist, da sniped, der hat dann einen Nachteil. Das muss man einfach ganz klar sagen. Weil Konsole ist man einfach viel langsamer. Hier wieder ein Alario bekommen, sehr nice. Also der Leverkusener Filter läuft auch sehr, sehr gut. Da habe ich auch gestern sehr, sehr viele mitbekommen. Da gingen die auch natürlich für ein bisschen mehr weg. Aber wie gesagt, die gehen jetzt ungefähr für 1.000er. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Die Münzen da schmecken auf jeden Fall. Gucken wir mal, dass wir noch einen sehen. Dann gehen wir zum nächsten rüber. Also wie gesagt, versucht das aber, ja, dass ihr nicht immer denselben Filter benutzt. Also wenn ihr jetzt seht, okay, der Leverkusen-Filter läuft bei euch gut, wie bei mir jetzt zum Beispiel, könnt ihr natürlich den Leverkusen-Filter nutzen. Wenn ihr natürlich merkt, oh, der Dortmund-Filter läuft bei euch besser, natürlich müsst ihr sagen, beim Dortmund-Filter ist viel, viel höherer Gewinn möglich. Ist natürlich ganz klar, Freunde. Weil bei Dortmund, da könnt ihr auch mal einen Bronzespieler für 200 snipen. Habe ich leider nicht geschafft. Mein billigster Dortmunder war für 2.500, aber auch das waren fast 4.000 Gewinn und müsst ihr euch natürlich hochrechnen. In der Zeit müsst ihr wie viele Leverkusener snipen, nur als Beispiel. Gehen wir zum nächsten Filter rüber, Freunde. Freunde, das ist der FC Liverpool, die sollten ungefähr bei einem Taui ungefähr liegen. Ja, 1.1 gehen die nach einer halben Stunde weg. Für 1.2 wahrscheinlich nach einer Stunde. Ja, so 1.1 kriegt ihr auf jeden Fall für jeden. Würde ich auch hier empfehlen, für 900 ungefähr zu snipen, die Liverpool-Spieler. Ja, sehr gut, direkt den ersten wieder bekommen. Schmeckt auf jeden Fall, wie gesagt, Freunde, einfach hier die Filter laufen sehr, sehr gut. Die gehen alle für 1.1 weg von Liverpool. Auch hier können natürlich Schnapper reinkommen, hier können die Seltenen reinkommen für 700, also bis 900. Der ist natürlich auch gut, der Linksverteidiger. Ihr könnt ihn natürlich auch ein bisschen teurer listen. Einfach schnell snipen, ihr seht das, wie viel hier reinkommt. Also das sind extra Filter, die ich euch rausgesucht habe. Ein Bronzespieler hier für 700, wieder 400 in unserem
unsere Tech, also ihr seht, das summiert sich und stellt euch mal vor, ihr macht das ein paar Stunden, wie viele Coins da zusammenkommen, wenn ihr natürlich ein paar Stunden das machen wollt. Wie gesagt, ich habe das gestern eine halbe Stunde gemacht und habe damit 60.000 gemacht, was ich echt gut finde. Ihr seht, da kommen nur in einer Tour die Karten rein, auch Liverpool, ein sehr guter Filter, der Keita ist eh weg. Freunde, Menu-Spieler kosten auch 1-1. Könnt ihr dann genauso wie Liverpool für 900 ungefähr snipen. Wenn euch natürlich diese Filter gefallen und ihr sagt, okay, so Filter wollt ihr öfters, schreibt gerne Hashtag Filter in die Kommentare. Da sehe ich, dass euch das gefällt. Hier einen für 800 wäre natürlich ein sehr, sehr guter Preis gewesen. Das wären wieder gute Münzen gewesen, die man hier gemacht hätte. Müsste natürlich einfach schnell sein. Ihr seht das auch, ich kriege manche Karten nicht, weil ich einfach da nicht schnell genug bin. Und weil viele wahrscheinlich auch dann einfach mit der Web-App tausendmal schneller sind. Das muss man wirklich sagen. Oder wenn ihr eine PS5 habt, seid ihr auch genauso schnell wie der PC ungefähr. Also PS5-Leute haben einfach Vorteil, wenn die hier snipen, muss man einfach sagen. Hier wieder 300 in unsere Tash, easy, nehmen wir gerne mit. Gucken wir mal, dass wir noch einen bekommen und dann werden wir auch... natürlich den Filter wieder wechseln. Wir haben natürlich ein paar Filter wieder vorbereitet, extra für euch, Freunde. Gucken wir mal. 800, ja, gefettfingert, ja. Läuft auf jeden Fall. Ich würde sagen, gucken wir mal noch kurz, ob da nochmal was kommt. Ja, also ihr seht, da waren jetzt sogar zwei. Da kommt sehr, sehr viel immer rein, ne? Wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist jetzt nicht viel Gewinn. Klar, auf eine Karte jetzt gesehen von Menu ist das nicht viel, aber rechnet euch das aus, wenn ihr das ein paar Minuten macht, wie viele da reinkommen, wie viele ihr bekommen könnt. Ihr könnt Bronze-Spieler auch für 200, 300 bekommen. Das ist halt das Gute bei diesen Filtern. Gehen wir aber zum nächsten rüber. Freunde, und das ist der gute Besiktas-Filter. Diese kosten ungefähr 700 und ihr seht hier, die hat eine einen für 400 reingestellt und hier muss ich wirklich sagen, hier filtert kein Mensch auf diesen Filter. Also der Filter, mit dem habe ich auch sehr, sehr gute Münzen gemacht, kann ich euch sagen, der Besiktas-Filter, den hat kein Mensch auf dem Schirm. Also ihr seht, Freunde, für 750 gehen die eigentlich alle weg. Man könnte jetzt theoretisch auch den hier noch für 6,50 mitnehmen. Ist eigentlich auch ein guter Preis. Lajic würde ich jetzt nicht mitnehmen für 7,50. Obwohl man den vielleicht sogar für 900 wegbekommen würde. Aber hier könnt ihr auch einfach filtern. Alles, was bis, ich sag mal, 500, 600 reinkommt, könnt ihr eigentlich mitnehmen. Weil ihr wisst, alles geht für mindestens 750. Die Goldenen sogar für noch mehr. Ihr seht, die Goldenen sind sofort weg, wenn die mal drin sind, kurz für 7,50. Ja, und dann versucht ihr einfach hier die Bronzenen und Silbernen euch zu ergattern. Wenn ihr seht, wie ich gerade, da ist ein Schnapper drin, okay, den nehmen wir mit, ins Non-Wear. Der wäre safe ein K-Wert, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, da ist jetzt 1-1-1, geht der ungefähr weg. Hätte man mitnehmen können, wären auch wieder 400 Münzen gewesen. So könnt ihr das auch hier schauen. Schaut einfach, dass ihr hier dann am besten, ja, ich würde mal sagen, so bis 600 oder sogar noch weniger sniped. Nehmt ihr euch alles mit, was ihr hier bekommen könnt. Das ist auch ein sehr, sehr guter Filter, wie ich finde, Freunde. Also, wer schickt das, habe ich gestern auch sehr, sehr viel bekommen. Gerade Bronze-Spieler wurden da ordentlich drauf gespammt für 200. Gerade dieser Torwart, den habe ich sehr, sehr oft bekommen. Jetzt kommt gerade gar nichts rein. Können natürlich auch, wie gesagt, den billigsten hier schauen und immer Viereck drücken. Ja, da wieder dieser Dings hier. Der ZM ist sehr gut. Wie gesagt, den werden wir für 1K verkaufen. Wenn wir natürlich draufstellen, den hier werden wir, den anderen werden wir für ungefähr 57 reinstellen. Sind dann auch nochmal 300 für eine Bronzekarte. Wie gesagt, das läppert sich auf jeden Fall zusammen. Also das ist auch sehr, sehr guter Gewinn, den wir hier machen. Wenn jetzt jemand denkt, wie gesagt, das ist nicht viel, rechnet euch das aus auf die Masse. So, nehmen wir auch mit. Wie gesagt, das sind zwar nur 200, aber wenn das über 100 Münzen reiner Profit ist, würde ich euch schon empfehlen, die Karten mitzunehmen. Gerade weil ihr eh da kein Risiko habt bei so Karten. Deswegen nehmt diese Karten ruhig immer mit. Wenn ihr 100 Münzen pro Karte mindestens macht, nehmt ihr euch die mit. Theoretisch kann man den auch mitnehmen. Okay, hat sich jetzt jemand mitgenommen. Und die kann man dann für 57 verkaufen. Okay, komm, nehmen wir mit. Das ist jetzt eine gute Karte. Den kriegen wir safe für 900 weg, ne? Seltene Goldkarte, Franzose. Kriegen wir safe für 900, für 950 weg. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das sind dann nochmal wieder 300. Also wie gesagt, rechnet euch das aus. Das summiert sich. Macht das mal eine Stunde. Da kommt ordentlich was zusammen an Münzen. Die nächste Karte. Okay, 600 ist jetzt für mich kein Deal. Okay, 600 wären zwar jetzt 100 Münzen. Könnte man mitnehmen. Ha, kann man eigentlich schon mitnehmen. Komm, nehmen wir mit. Ist okay, wie gesagt, das ist jetzt, ich stelle die immer für 57 rein. Die sind eigentlich auch nach einer Stunde immer weg. Das ist halt jetzt nicht der beste Gewinn, ne? Das sind 100 Coins ungefähr mit dieser Karte. Aber kann man schon mitnehmen. Wie gesagt, ab 100 Coins nehme ich ja diese Karten ungefähr mit. Würde ich euch auch so empfehlen, das so zu machen.
Können natürlich nochmal schauen. Ich hatte mir noch einen Filter aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob er noch geht. Innenverteidiger Gold aus der türkischen Liga. Gucken wir mal, ob der noch geht. Ja, der sollte noch gehen, weil die sind bei über 1K. Okay, der geht noch. Den habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Das ist auch der letzte Filter für heute, Freunde. Die gehen ungefähr für 1-2 weg. Ich denke mal, dieser Aziz oder wie der hieß, der geht sogar für mehr weg, oder? Sollte der nicht für mehr weggehen? Also ich bin mir sicher, dass ihr den sogar für 1-3 oder so verkaufen könnt. Nehmen wir mal mit für 1K. Ja, hätte ich mitgenommen, weil ich glaube, dass der für 1-3, 1-4 sogar weggeht nach einer Stunde. Aber ja, haben wir jetzt nicht bekommen. Ist nicht schlimm. Was würde ich hier empfehlen? Ihr könnt die für 1-2 verkaufen. Auch hier würde ich empfehlen, für 900 zu snipen oder natürlich die könnt ihr auch versuchen zu erbieten. Ich denke jetzt nicht, dass so viele jetzt hier mitbieten werden. Also das könnt ihr auch hier versuchen zu snipen. Wie gesagt, das sind dann auch nochmal so 300 immer pro Karte, die ihr mindestens bekommt. Ihr könnt natürlich auch hier, wenn ihr sagt, okay, ihr seid mit 200 zufrieden, geht ihr auf 1K hoch. Habt ihr auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, was zu bekommen ist einfach so. Weil umso höher ihr natürlich geht, umso niedriger ist euer Gewinn, umso weniger snipen da natürlich mit. Das ist natürlich klar. Gucken wir mal, obwohl das jetzt nicht der beste, den werde ich jetzt nicht mitnehmen für 1K, der wird nämlich nur für 1-2 weggehen und das schwer, nehme ich jetzt nicht mit, diesen Aziz hätte ich mitgenommen, weil der geht safe für 1-4, 1-5 weg nach einer Stunde. Aber ja, ihr seht das hier, wie gesagt, der Besiktas-Filter ist ein bisschen besser wie der Filter hier. Hier kommt nämlich gerade gar nichts rein. Aber das war es so gesehen schon gewesen. Freunde, wir haben auch schon 10 Verkäufe wieder. Wir schauen uns natürlich an, was weggegangen ist. Und wir sehen, die Spieler verkaufen sich. Ihr seht das hier, die sind alle weggegangen. Also Großteil hier sogar direkt der für 59, der hier für 57. Den haben wir, glaube ich, für 500 oder so mitgenommen. Hier die Liverpool-Spieler. Also ihr seht, dass die verkaufen sich, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem Video. Wenn ja, zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.